Servus, hallo und herzlich willkommen beim Holzbastler. Ich bin der Micha und das Video, was ihr jetzt anschaut, ist schon ein Mehrteiler. Im ersten Teil des Videos habe ich erklärt, wie man den Sockel mit der Befestigungsstange macht. Und ab dem zweiten Teil geht es dann nur noch um den Slider und um das Aufsatzding. Wenn ihr den ersten Teil vorher sehen wollt, ich verlinke ihn euch unten in der Beschreibung. Gleich nach dem Intro geht's los. Bis gleich. So, weil die ganze Sache ein bisschen komplizierter ist, wie man es vielleicht sieht, habe ich mir den Prototyp hier gebaut. Ich werde es aber jetzt genau nochmal so nachbauen. Ich werde aber ein bisschen darauf aufpassen, dass ich nicht so krumm säge und so weiter. Also jetzt kommt der eigentliche, den habe ich schnell gebaut. Hintergrund ist der, das soll dann letztendlich alles auf solchen Alu-Rohren in dem Ständer hängen und kann dann auf diesen Rohren mit einer Schraube da unten fixiert werden, dass es eben sich nicht mehr bewegt und kann dann, ja, ich habe jetzt, also eigentlich wollte ich einen Kugelkopf oben drauf machen, so einen Kamerakugelkopf, aber wenn ihr euch mal anschaut, was diese Kugelköpfe kosten, dann, also da wird es einem ganz schwummrig, glaube ich. Deswegen habe ich jetzt gesagt, okay, da muss ich mir selber was überlegen und ich habe jetzt das Ding hier gebaut, ich kann das feststellen, ich kann die Neigung verstellen. Ich kann also genau oder ähnlich wie beim Kugelkopf wirklich die Kamera einstellen, dann so wie ich sie mag und habe hier halt einen Kostenaufwand, ja, der ist gleich null eigentlich, weil ihr habt alle irgendwelche Schrauben und irgendwelches Zeug in der Werkstatt rumliegen, also deswegen hier dieses Teil. So, und jetzt bauen wir es miteinander. Was ich als erstes mache, ich werde mir jetzt als erstes diese Teile alle mal zuschneiden. Wenn es euch interessiert, ich werde euch jetzt nicht die einzelnen Maße alles geben. Ich würde es gern so machen, wenn es euch interessiert, wenn ihr sagt, ey, ich möchte es mir gern nachbauen, schreibt es mal in die Kommentare. Sollten da jetzt tatsächlich 15 Mann reinschreiben, ja, ich möchte es gern nachbauen, dann werde ich es irgendwie auf die Homepage, die Pläne zum Runterladen stellen. Kostenlos, kostet gar nichts. Wenn einer sagt, ich hätte es gern nachgebaut, dann schreibt es mal rein, dann schicke ich euch die Pläne, die ich habe. Ist nichts Besonderes, nichts Weltbewegendes, aber halt einfach, dass ihr das nachbauen könnt. Ich schneide mir jetzt erstmal das Holz zu und dann bauen wir es zusammen. So, ich leime jetzt gleich die ersten Teile schon mal zusammen, damit die in Ruhe trocknen können. Das, was ich jetzt hier zusammenleime, ist unten diese Führungsschiene. Da kommt dann noch die Aussparung rein, wo dann der Stopper sitzt. Ja. So, während das jetzt trocknet, zeichne ich mir schon mal die nächsten Teile an. Also folgendermaßen. Das, was jetzt als nächstes kommt, mach das erstmal ab. Das, was jetzt als nächstes kommt, sind diese zwei Teile hier, links und rechts. Ich habe jetzt ein bisschen lang überlegt, wie bringe ich diese Nut hier schön rein. Am allereinfachsten ist es sicherlich, wenn ihr einen Frästisch habt, weil da kann ich dann einfach mit einer Schablone drauf machen und kann sauber rumfahren. Habe ich aber noch nicht. Dann war die nächste Überlegung, ob ich es mit der Tischbohrmaschine mache. Und zwar eben auch so, dass ich mir eine Schablone mache, wo hier ein Fixpunkt ist und ich dann einfach Löcher bohre um das ganze Ding. Also ich drehe das einfach um diesen Fixpunkt. Allerdings war mir das Ergebnis dann sehr, sehr unsauber. Deswegen habe ich es jetzt einfach so gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ich mache es mit einem Fräszirkel und gehe mit dem Fräszirkel darum. Dazu habe ich aber das dann so gemacht, oder mache ich das dann so jetzt auch, dass ich es erst fräse und danach ausschneide, weil dann habe ich einfach mit dem Fräszirkel viel mehr Auflagefläche, dass ich eine saubere Fräsung reinbringe. Und deswegen zeichne ich mir jetzt das erste Mal an, wo die Teile genau sind. Ich mache es jetzt einmal von der linken Seite, einmal von der rechten Seite und dann fräse ich mir die Nuten erstmal rein. Thank you.
So, Löcher sind drin, und also beziehungsweise die Nuten sind drin, wo das dann da drin laufen kann. Jetzt schneide ich sie mir gar aus. Und dann schneide ich mir, weil es aus demselben Brett ist, gleich da unten diesen Streifen noch raus, der dann zum Stoppen ist. Da kommen wir aber dann später dazu. Ich schneide es mir bloß gleich mit. So, ich denke, mittlerweile sollte das dann eigentlich jetzt auch fest genug sein. Also das ist jetzt, das liegt jetzt vielleicht hier 20 Minuten oder eine halbe Stunde, 20 Minuten vielleicht. Aber ich denke, es reicht jetzt schon mal, dass man es einfach da drauf leimen kann. Und zwar suche ich mir da jetzt halt einfach genau die Mitte raus und leime es dann einfach genau mittig da drauf. Und ja, so spektakulär ist das nicht. So, und das lassen wir jetzt auch wieder trocknen, und danach säge ich die Nut hier raus und mache noch, also die Nut wäre sinnvoller, ich habe das jetzt gerade wieder vergessen, die Nut wäre sinnvoller rauszusägen, wenn der das noch nicht verklebt hat, aber ist jetzt auch wurscht, also das ist jetzt nicht so schlimm, aber man kann es dann halt leichter rausmachen. So, der Leim ist fest, das wird jetzt letzten Endes der Schlitten, auf den dann oder der auf den beiden Alu-Profilen laufen soll. So, oben drauf kommt dann die Drehplatte, wo ich die Kamera drehen kann. Deswegen kommt hier genau in die Mitte ein 10er Loch und da kommt dann so ein Einschraubgewinde rein. Und genau dasselbe brauche ich auf der Unterseite, da brauche ich auch mittig ein 10er Loch. Und zwar, weil ich möchte ja, wenn das auf der Schiene läuft, das soll ja frei beweglich sein, aber ich möchte es auch feststellen können, weil gerade wenn man mit der Kamera schnell, wenn man diesen Ständer mal schnell von einer Seite auf die andere schiebt, sonst bewegt sich das ja ständig. So, deswegen habe ich hier unten einfach so ein Klemmbrett, das dann auf die beiden Schienen drückt. So, und damit sich das dann auch nicht in die Richtung hier bewegt, mache ich es jetzt einfach so, oder habe ich es auch so gemacht bei dem Prototyp, dass ich hier einfach eine Nut rausschneide. Und das mache ich jetzt, also ich mache die beiden Löcher und dann schneide ich hier die Nut raus. Das mache ich an der Kappsäge und hoffe, dass es dann sauber wird. Hier auf den anderen habe ich es noch mit der Hand gemacht und dann mit dem Stemmeisen raus. Ja, das hat nicht ganz so gut funktioniert. Das schaut dann einfach nicht sauber aus. Deswegen mache ich es jetzt an der Kappsäge und hoffe, dass es da besser wird. Aber wenn ihr keine Kappsäge habt, dann könnt ihr das einfach auch so rausmachen. Ich habe mir jetzt trotzdem da ein bisschen zu tief reingesägt. Ist aber nicht weiter schlimm. Also ich sage, ganz kleines bisschen. Und da habe ich mal ein Stück weg, weil ich halt einfach ein bisschen unachtsam war. Aber lieber das Holz als der Finger. Jetzt mache ich mir diese Einschraubgewinde, keine Ahnung, wie die Dinger eigentlich heißen, rein. Da ist zwar an meinen hier oben ein Schlitz, wo ich mit dem Schraubenzieher reinkomme, aber das ist mir, weiß ich nicht, ich mache das lieber anders. Ich nehme einfach eine ganz normale Schlossschraube und drehe da zwei Muttern drauf, die ich konter. Und dann kann ich dieses Gewinde einfach da vorne drauf drehen. Und habe jetzt so einfach einen längeren Hebel. Jetzt nehme ich mal hier einfach den Aufsatz. Und kann sie damit super einfach reindrehen. So, das war's schon. Und dann sitzt die super bombenfest tief drin. Ja, geht einfacher für mich, als wie mit dem Schraubenzieher da zu hantieren.
Also was ich definitiv nie mehr machen werde, ist, dass ich mir, bevor ich ein Video mache, einen Prototyp für irgendwas baue, weil es ist nicht nur, dass du die doppelte Arbeit machst, sondern du musst den ganzen du musst den ganzen Mist wieder auseinanderbauen und das macht nochmal mehr Arbeit. Also es ist, also das mache ich definitiv, als YouTuber hast du es echt nicht einfach. Also als nächstes wird, also die Schrauben sind drin, als nächstes werden jetzt die Rollen montiert. Da kann ich euch jetzt schlecht irgendwas über Maße oder irgendwas sagen. Ich habe es für mich einfach so gemacht. Ich habe geschaut, wenn ich jetzt, ich habe es einfach so rangehalten, so hingestellt und habe geschaut, okay, dann müssen die noch ein bisschen weiter nach außen. Also ich habe es echt so einfach abgeschätzt, wie muss in etwa die Schiene liegen. Und dann komme ich halt bei mir hier auf ja, gut 12 mm Abstand von den Seiten, was die auf der Seite hier haben müssen. Und hier werde ich es dann genauso machen. Also ich zeichne mir jetzt einfach an, wo ich meine Rollen hinmache. Das müsst ihr für euch selber ausprobieren, weil das ist unterschiedlich, wie groß sind eure Rollen, wie dick sind eure Profile. Also wenn ihr das nachbauen wollt, dann müsst ihr halt einfach mal so ein bisschen ausprobieren. Genau. So, als nächstes kommt jetzt oben das Gelenk dran, wo die Kamera dann aufgeschraubt wird. Soll ja so sein, Moment, so soll ja das letztendlich das Teil dann fertig ausschauen. Das habe ich mir jetzt einfach aus einer Dachlatte habe ich mir das einfach rausgeschnitten. Und da kommt jetzt einmal oben die Bohrung rein, die 10 mm Bohrung, weil da auch wieder ein Einschraubgewinde drin ist. Und unten kommt die Bohrung durch, wo die Achse ist und die erweitere ich mir hier auch noch auf 6 mm und daran wird dann letztendlich alles befestigt. Genau. So, und um das letzte Loch oben zu bohren, mache es jetzt einfach so. Ich habe das Loch jetzt auf ein Siemer-Loch aufgebohrt, einfach damit die Stange besser durchpasst. So, und um das letzte Loch zu bohren, mache ich es jetzt einfach so, dass ich die einmal durchstecke. So soll sich dann am Ende bewegen. Und jetzt markiere ich mir hier oben einfach die Mitte. So, und dann habe ich auch genau die richtige Stelle, wo ich das letzte Loch hier durchbohre. Auch das mache ich jetzt gleich wieder mit dem Siemer-Bohrer und dann können wir das eigentlich schon zusammensetzen. So, im Grunde ist der Teil dann jetzt auch schon fast fertig. Ich werde das Ganze dann, also ich habe mir jetzt ein Stück von der Gewindestange einfach abgeschnitten und jetzt schraube ich das erstmal provisorisch fest. Am Ende werde ich das Ganze dann mit Sicherungsmuttern festmachen, dass es sich nicht mehr löst. Weil ich möchte, also es soll beweglich bleiben, es soll aber schon, ja, es soll halt gerade so beweglich sein. Also, soll halt nicht dran rumschlappern. Aber ich möchte es dann nochmal lösen oder ich muss es dann nochmal lösen, weil ich ansonsten die Platte nicht festschrauben kann. Und deswegen mache ich jetzt erst normale Muttern drauf, weil mit den normalen Muttern, die kann ich dann auch nochmal lösen. Die Sicherungsmuttern sollte man ja nicht nochmal lösen, wenn man sie einmal festgemacht hat. Aber mir geht es jetzt hauptsächlich erstmal ums Verleimen. Jetzt brauche ich da oben noch die Schraube. So. Dann bewegt sich das. Sehr schön. Na, die mache ich jetzt erstmal fest. Also ich mache es jetzt nur so fest, damit ich diese beiden Teile dann auf den Kreis da drauf leimen kann und da oben kann ich es dann halt einfach schön zwingen, wenn das jetzt fest ist. Deswegen mache ich das jetzt mal provisorisch erstmal. So, so klebe ich das jetzt fest.
Also, ihr habt ja bestimmt schon mal gesehen, dass ich mir selber irgendwie beholfen habe, weil ich keine andere Möglichkeit habe. Ich könnte mir einfach einen Silikonpinsel kaufen, ja. Aber ich habe halt noch keinen. Und das funktioniert eigentlich ganz gut mit der Flasche. Das einzige Problem ist, dass die halt einfach ziemlich ungenau ist und ich dann mehr Leim irgendwo außenrum habe, als da, wo er hin soll. So, jetzt darf das wieder trocknen und währenddessen machen wir an dem Teil weiter. So, ich möchte mir jetzt als erstes mal die Schienen fertig machen, wo das drauf läuft. Und die Schienen sollen ja, logischerweise müssen die parallel zueinander liegen und die müssen, deswegen habe ich das auch im Plan nicht bemaßt, wenn jemand sich den Plan anschaut. Die müssen genau in dem Abstand zueinander sein, wo sie jetzt sind. Wenn sie zu eng sind, passt der Schlitten nicht drauf. Wenn sie zu weit sind, klappert der Schlitten drin rum. Ist also auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Deswegen habe ich das auch bei dem letzten so gemacht, dass ich es mir einfach, ranhalte, so wie jetzt, und dann ausmesse, welchen Abstand das ich genau brauche. Und ich habe jetzt einen Abstand von genau 9,6 cm. Und so weit mache ich mir jetzt auch die Endstücken der Schiene auseinander. So, für die Führungsschiene habe ich mir jetzt Bretter geschnitten. Die sind 2 cm breiter als die 9,6, die ich brauche. Und in der Höhe habe ich es jetzt 9 cm gemacht. Warum 9 cm? Ja, einfach die Schiene soll im oberen Bereich dieser Bretter laufen. Also die sollen dann so auf jede Seite kommen, dann diese beiden ja, Bretter halt. Und da kommt dann jeweils das Loch rein, wo die Führungsschiene drin läuft. Die sollen in der oberen Hälfte laufen, weil Hintergrund ist der, ich möchte auch, wenn es mal passt oder wenn ich es mal brauche, möchte ich die ganze Schiene von meinem Stativ abnehmen können und möchte es irgendwo hinstellen können. Und dann brauche ich natürlich unten genug Platz, dass das sauber da drauf laufen kann. Deswegen habe ich mir das jetzt unten ein bisschen höher gemacht. Wenn ihr das nicht wollt, dann könnt ihr das ja ganz schmal machen, gerade so, dass die Stangen irgendwo die Führung haben. Ich messe mir jetzt von jeder Seite 2 cm ab, weil es genauso viel breiter gemacht habe. Wobei auf der einen Seite messe ich mir die 2 cm ab und auf der anderen Seite messe ich es mir nicht vom Rand ab, sondern ich gehe wirklich von der Seite da drüben und mache genau die 9,6, weil dann kann ich mich darauf verlassen, dass es auch wirklich passt. So, meine Stangen haben einen Durchmesser von 15,5 mm. Ich bohre jetzt 16er Löcher da rein, dann sitzen die trotzdem noch schön straff da drin. So, ich mache jetzt weiter mit dem Gelenkkopf oben. Und zwar, der dreht sich ja jetzt auf dieser Platte. Darauf soll er sich drehen, aber er soll sich natürlich nicht immer drehen. Ich möchte ihn ja irgendwie feststellen können. Und deswegen lasse ich jetzt da unten eine, ja, wie heißen die? Einschlagmuttern. Da lasse ich jetzt eine ein. Und zwar vom Platz her einfach, also ich mache das jetzt nicht genau, ich versuche es genau zwischen den beiden Platten hier an der Seite zu machen und ziemlich weit am Rand, damit ich mit der Hand auch noch gut hinkomme.
So, mit dem Forstnerbohrer mache ich mir jetzt erstmal den oberen Kranz, der dann, dass der sich gut versenkt. Das schaut gut aus. Jetzt bohre ich es mit dem Achter einfach gar durch. Das war jetzt nicht so schlau, weil es ist da oben natürlich schön ausgerissen. Ja, man kann jetzt alles besser machen, ne? Aber ihr seht es ja eh nicht. Also wir haben einen kleinen Ausriss jetzt da dran. Ist aber nicht so schlimm. So. Und da habe ich mir jetzt eine Schraube besorgt. Ich glaube, die heißt Rendl-Mutter heißt die, glaube ich. Man kann das auch mit einer Flügelschraube machen. Mit der hier, die habe ich in meinem Prototyp drin gehabt, hat genauso gut funktioniert. Aber man kommt halt hier teilweise wirklich schlecht dran in das Ding. So, und wenn ich jetzt das mit der mache, dann ist der Plan, dass ich jetzt hier einfach an der Seite auch drehen kann. Ja, ist ein bisschen komfortabler. Kosten aber relativ viel Geld, die Dinger. Also, ich weiß nicht, ob man es unbedingt braucht. Aber ich habe es halt jetzt so gemacht. So, und jetzt muss ich da oben noch die Einschraubmutter reinmachen. Da habe ich jetzt ein bisschen Angst davor, weil das ist ja das Holz. Super. Das Holz an sich ist da oben relativ schmal und ich habe Angst, wenn ich die jetzt reindrehe, dass ich mir dann das Holz hier aufspreng. Deswegen versuche ich das jetzt einfach, dass ich das hier so ein bisschen festspanne, also nur, dass es halt nicht aufdrücken kann und hoffe, dass das dann funktioniert. Schaut gut aus, ich glaube, es ist gut gegangen. Passt, prima. So, und damit, ich überlege jetzt gerade, damit ist eigentlich der Kopf oben auch fertig. Also ich mache ihn hier auf, dann kann ich ihn drehen, das wird auch noch leichter, das ist je nachdem, wie fest ich hier mache. Also hier, der lässt sich ganz leicht bewegen und wenn ich den aber hier zumache, dann ist der wirklich bombenfest, weil das Holz auf Holz, das gleitet halt einfach nicht mehr und dann, da fällt mir auch die Kamera nicht runter. Also das hält richtig, richtig gut. Genau. Damit ich jetzt das Ding da benutzen kann, also die Dinger gibt es als Schrauben und so wie ich es jetzt habe als Mutter. Ich habe es jetzt als Mutter, weil ich es als Schraube einfach nicht gefunden habe im Baumarkt. Deswegen klebe ich mir jetzt einfach ein Stück Gewindestange mit Schraubenkleber da rein, damit ich es da aufsetzen kann, also damit ich es da reinschrauben kann. Ich möchte natürlich, wenn das auf den Schienen läuft, das Ding festspannen können, dass es sich eben nicht mehr bewegt. Deswegen habe ich jetzt einfach so ein Teil da unten drunter gemacht, das hier mit diesen beiden Ecken genau auf mein Profil drückt und dann letztendlich den Schlitten zwischen den Rädern und dem Profil festklemmt. Das funktioniert auch ganz gut. Das Problem, was ich dabei hatte, das habe ich mir beim Planen nicht so kompliziert vorgestellt. Ich habe mir überlegt, wie schneide ich denn diese Dinger zu? Also das war für mich so ein bisschen, ja, tricky. Ich wusste erst überhaupt nicht, wie ich es mache. Dann ist mir aber eine Idee gekommen. Also die Seitenlänge, wenn ich das jetzt, also das sind ja ursprünglich eigentlich Dreiecke und wenn ich da jetzt dann ein ganz normales Quadrat draus mache, dann ist die Seitenlänge 17 bzw. 18 mm. Und 18 mm ist ja so auch das Standardholz, was wir in der Werkstatt im Normalfall haben. Deswegen habe ich jetzt mir überlegt, ich mache das einfach so. Ich schneide hier eine Ecke raus und zwar ist es dann die Ecke hier oben. Also im Grunde ist es genau das Teil hier. Ich schneide erst diese Ecke dann raus und dann säge ich mir es genau in einen 45 Grad Winkel ab und dann habe ich genau dieses Teil hier und kann es dann da aufkleben. So, was mache ich jetzt? Dazu muss ich mir jetzt natürlich erstmal hier die 5 mm einstellen. Ich denke, irgendwann sollte ich mal einmal so ein Teil bauen, wo man die Höhe genau messen kann, weil ich glaube, ich habe das noch nie geschafft, dass ich hier genau 5 mm hatte. Ja. Schaut gut aus.
Ich probiere es halt einfach aus. So, und von der Tiefe, da mache ich es einfach so. Ich zeichne mir hier einmal die 5 mm nochmal an. So, damit habe ich jetzt schon mal die Ecke raus, da oben. Und jetzt gehe ich einfach an die Kappsäge und säge mir das Teil hier noch ab. Und dann seht ihr, das ist sogar viel sauberer als das, was ich hier gemacht habe. Dann habe ich genau dieses Dreieck, wo ich mir dann meine Stange festspannen kann. Jetzt teste ich erstmal, ob diese Teile überhaupt richtig passen, weil es kann ja sein, dass die ein bisschen zu hoch sind oder ein bisschen zu tief und dass ich es gar nicht richtig klemmen kann. Deswegen teste ich es als erstes. Dazu nehme ich mir jetzt einfach meinen Schlitten, lege die Schiene auf. Dann nehme ich hier das Brett, was ich zum Klemmen habe. Schraub das da fest. Und jetzt ist es wichtig, wenn ich das jetzt rausziehe, dass ich es halt nur so weit rausziehe, dass es sich trotzdem nicht verdrehen kann. Ne? So, und jetzt lege ich einfach diese Teile mal drunter. Und dann sehe ich, also man kann es nach wie vor bewegen, das ist gut. Also das ist ja jetzt erstmal das, was wichtig ist. So, und wenn ich es jetzt zumache, dann kann ich da, dann ist das Ding fest, da bewege ich da gar nichts mehr. Und jetzt habe ich es noch nicht richtig, also ich habe es jetzt noch gar nicht fest, richtig fest angezogen. Also es passt genau so, wie es jetzt ist. Und jetzt drehe ich das Ding einfach um. Und nee, ich drehe es nicht um, ich lasse es so. Und klebe die Dinger da unten jetzt genau so rein. So, brauche ich nicht einmal extra Klemme, weil klemmt sich ja vor allein. So, und da seht ihr schon, dann wackelt nichts mehr. Also das fährt, so fährt es definitiv nicht davon. Jetzt schaue ich gleich mal, wie weit das ich es jetzt montiert bekomme. Da habe ich jetzt einfach nur eine kleine Schraube. Meine Empfehlung, was ich jetzt schon vorher gemerkt habe, also wenn ich jetzt die Schraube rein mache und drehe dann das Ding dreimal, dann ist die Schraube wieder raus. Deshalb, also ich mache es jetzt zum probeweise Zusammenbauen einfach so. Wenn ich es dann endgültig zusammenbaue, werde ich das auch mit Schraubenkleber unten festkleben. Wichtig ist halt, wenn ich jetzt die Schraube reindrehe, ich drehe die jetzt zwar erstmal fest und dann drehe ich sie wieder ein ganz kleines bisschen locker, damit das Ding leicht läuft. So, dann, und erst wenn das fest ist, also wenn ich das reingemacht habe, dann kann ich das Ding da, also diesen eigentlichen Halter erst reinmachen mit den Sicherungsschrauben, die ich dann später reinmachen will. So, die ist mittlerweile auch fest. Da habe ich ja die Gewindestange reingeklebt. So, und jetzt kann ich da einfach hergehen. Und so ist es beweglich. Da drehe ich es fest und jetzt ist das Ding fest. Da dreht sich jetzt nichts mehr. Also jetzt natürlich, die mittlere Schraube muss natürlich so gut wie möglich fest sein, dass es sich noch dreht. Aber dann habe ich zumindest hier die Fixierung drin. Wenn ich es wieder locker mache, kann ich wieder drehen. Ich kann in die Richtung drehen. Da muss ich da unten ein bisschen lockerer lassen. Dann kann ich die Kamera schwenken und kann dann im Grunde in jede Richtung, wo ich will. Genau so habe ich mir das gewünscht. Da kann ich jetzt nicht locker machen, aber normalerweise könnte ich jetzt hier noch locker machen. Und dann habe ich die komplette Schiene auch noch. Genau so wollte ich es. So, letzter Teil oder die letzte Baustelle ist, wir müssen das Ding jetzt daran festmachen. Und das kommt jetzt. Eine Sache schnell noch. Ich habe mir hier extra dafür so eine Wechselplatte besorgt. Ich verlinke euch die unten. Ich habe sie bei Amazon gekauft. Mir war halt wichtig, dass ich das besonders günstig kriege. So, jetzt gibt es das Problem, dass das Kameragewinde immer ein anderes ist als das, als unsere normalen Gewinde, die wir kennen. Deswegen passt es nicht 100%. Also, ich sage jetzt mal, das ist der Teil, der an die Kamera geschraubt wird. Da passt die Schraube, da muss es ja die Schraube sein. Das ist der Teil, der hier reingehört. Wenn ich jetzt die Schraube nehme,
dann kann ich da probieren, wie ich will. Die geht nicht rein, weil die halt, was weiß ich, 0, irgendwas. Ich glaube, das ist halt einfach auf Zoll gemacht. Und deswegen funktioniert es nicht. Jetzt habe ich da aber auch ein Gewinde drin. Aber genau bei der, ich habe das nicht gewusst, aber ich habe Glück, dass ich jetzt genau bei der Platte hier dieses Gewinde rausschrauben kann. Und dann habe ich letztendlich nur die leere Hülse. Und in die passt mir jetzt genau eine Schraube. Moment. Ach, da, nee. Da passen mir jetzt genau diese Schrauben rein. Das ist M6 x 16 mm. Habe ich jetzt hier. Und wenn ich jetzt die da durchmache, dann kann ich genau dieses Ding da draufschrauben. Und das, die Schraube ist super versenkt. Das sind diese mit diesen, keine Ahnung, wie der heißt, Senkkopf. Keine Ahnung. So, und dann kann ich das da ordentlich drauf festmachen. Und habe dann das Teil an meiner Kamera. Den schiebe ich dann einfach rein, drehe fest und das war's. Ganz leicht zu wechseln. Ich muss also nicht jedes Mal das ganze Ding abschrauben oder irgendwas, sondern wirklich, das bleibt an der Kamera. Ich weiß nicht, normalerweise steht die Kamera eh immer da drauf. Auf meinem jetzigen Stativ steht sie auch immer drauf. Aber falls ich mal anderes habe, dann kann ich das ratzfatz auswechseln damit. Genau, wollte ich euch nur noch zeigen. Ihr habt gesehen, das war jetzt kein großer Akt, die Befestigung zu machen. Ich habe jetzt einfach einmal hier mit dem Forstnerbohrer ein Loch durchgebohrt und hier habe ich zwei Löcher durchgebohrt. Mehr war es nicht. Hier unten habe ich eine Schelle einfach nur dran. Die war schon dabei. Bei der Stange war die dabei. Also weiß ich nicht, ansonsten kann man sich ja irgendeine normale. Ich würde mir aber trotzdem, werde ich mir noch eine aus Holz bauen. Mit einem einzigen Knauf, weil ich die dann einfach leichter verstellen kann. So, im Grunde funktioniert es eigentlich so, wie ich mir es vorstelle. Ich kann es jetzt bloß nicht mit Kamera zeigen, weil da schaut ja ihr raus gerade. Also, ich habe die Möglichkeit, hier den Ausleger weit nach außen zu fahren, kann so über den Tisch fahren und habe halt hier einfach die Möglichkeit, das zu verstellen. Wenn ich jetzt normal arbeite, werde ich den nicht so weit rausfahren, weil es halt trotzdem ein Gewicht ist, das da außen dran liegt. Und dann ist halt trotzdem das Risiko, dass sich das so leicht nach unten biegt, einfach durchs Gewicht. Wenn ich das nicht möchte, dass ich es verschiebe, dann mache ich hier einfach fest, dann verschiebt sich auch nichts mehr. Dann ist das Ding bombenfest. Das ist gut. Hier die Verstellung funktioniert einwandfrei. Und hier die Verstellung funktioniert auch einwandfrei. Also, soweit, so gut. Eigentlich alles okay. Bis auf eine Sache, die ich jetzt, ja, ich will nicht sagen falsch gemacht habe, weil ich wusste es eigentlich, dass es so ist. Die Stange hat einen 34 mm Durchmesser und ich habe nur einen 35 mm Forstnerbohrer. Das Problem dabei ist, ich habe jetzt hier so ein kleines so ein Hilfsplättchen da reingesteckt, weil das Loch ist einfach einen Millimeter größer als die Stange und das hat dann zur Folge, dass sich das hier bewegt. Das ist jetzt noch nicht so schlimm, wenn ich jetzt die Kamera hier habe, weil dann ist es fast gar nichts, dass sich es bewegt. Wenn ich aber das jetzt komplett ausgefahren habe, ich weiß nicht, ob man es auf dem Video erkennt, dann hängt es da hinten runter. Wenn ich jetzt noch die Kamera drauf habe, dann verstärkt sich das noch ein bisschen. Und dann habe ich auf der Kamera einfach ein leicht schiefes Bild. Das könnte ich zwar dann in einer Nachbearbeitung wieder ausbessern, aber das ist ja nicht der Sinn der Sache, dass ich das über die Nachbearbeitung mache, sondern ich muss mehr vernünftiges Rohmaterial zum Schneiden haben. Deswegen, da ist natürlich sinnvoll, wenn ihr wirklich exakt den Durchmesser des Rohrs habt. Ich habe nur einen 35 mm Forstnerbohrer. Ich weiß gar nicht, ob es einen 34 mm gibt, aber wegen einem Loch mir nur so ein 34 mm Bohrer zu kaufen, das geht mir dann auch irgendwie auf den Senkel. Deswegen bin ich mir noch ein wenig unschlüssig, was ich jetzt damit mache. Ich gehe jetzt davon aus, also ich glaube, dass ich jetzt trotzdem irgendwann mal mir einen Kreisschneider besorgen muss, wo ich das dann wirklich exakt einstellen kann, wie groß, dass ich das Loch haben möchte. Mit einem Fräszirkel ist das auch Käse. Und dann die zweite Sache, das ist jetzt einfach ein Rest, was ich hatte. Das war so Konstruktionsvollholz. Aber das ist halt Fichte oder sowas, Fichte, Tanne, irgend sowas.
Das heißt, das ist relativ weich, das Holz, und gerade hier liegt einfach Belastung drauf. Das heißt, wenn ich das ein paar Mal hier hin und her genibbelt habe, dann wird sich das Loch automatisch ausweiten. Das heißt, macht das, solltet ihr das nachbauen wollen, dieses Teil zumindest aus Hartholz. Nehmt Buchen, Leimholz, Platten, was weiß ich, wenn ich da drei, also das wird wahrscheinlich das sein, was ich jetzt als nächstes dann mache, wenn ich einen vernünftigen Kreisschneider habe, weil vorher macht es für mich keinen Sinn. Ich nehme einfach drei Buchenleimholzplatten und schneide mir da das Loch rein, dann leime ich die zusammen und dann mache ich es drauf und dann habe ich das hier wirklich genau passend. Ich will es halt einfach offen sagen, was das Ding für Macken hat oder was es für Fehler hat, wo ich mir noch nicht ganz glücklich bin. Aber für mich ist es so, wie es jetzt ist, auf jeden Fall verwendbar. Das Schönste ist für mich, wenn ich ehrlich bin, dass ich es einfach durch die Werkstatt fahren kann, wohin ich es haben möchte. Und von daher ist es klasse. So, das war's eigentlich auch schon. Wenn ich jetzt da noch Verbesserungen dran mache oder irgendwas, dann sage ich euch das in irgendeinem News-Video, wenn es mal soweit ist. Wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, dann freue ich mich natürlich. Wenn es euch gefallen hat, gebt mal einen Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann nicht. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, euer Holzbastler.